Ja, mein Name ist Matthias Möller. Ich habe vor einigen Jahren im Rahmen einer Magisterarbeit an der Uni Tübingen die Vorfälle in Mannheim-Schönau untersucht und bin heute Abend hier für eine Veranstaltung. Ja, es gab mehrere Auslöser. Also zum einen muss man die Gesamtsituation damals in der BRD sehen, die sehr flüchtlingsfeindlich war. Es gab den großen Asyldiskurs, der in der Presse auch teilweise als offene Hetze sich niedergeschlagen hat. Es gab aber auch tatsächlich sehr hohe Flüchtlingszahlen, wobei ich nicht sagen würde, dass hohe Flüchtlingszahlen automatisch Gegenreaktionen provozieren, sondern in dem Fall war es der kommunale Umgang mit den Flüchtlingen. Also die Kommunen hatten tatsächlich Probleme, Flüchtlinge unterzubringen, aber sie wollten das zumindest im Fall von Mannheim auch nicht eleganter lösen. Sie haben sich nämlich dafür entschieden, Flüchtlinge, die sie Also überwiegend Bürgerkriegsflüchtlinge, denen nicht einfach eine kommunale Obhut zu geben, so wie das vorgesehen war, also Bürgerkriege in Kurdistan und in Jugoslawien, im zerfallenen Jugoslawien, sondern in Mannheim hatte man sich dafür entschieden, die Flüchtlinge in Asylverfahren zu drängen und dann kamen sie als Asylbewerber wieder. Das hat den Effekt produziert, dass letztlich Kontingentflüchtlinge und Bürgerkriegsflüchtlinge in Asylverfahren gedrängt wurden. So hatte man die hohen Asylbewerberinnenzahlen mitproduziert, die dann aber auch in der Presse als Asylhetze sich niedergeschlagen haben. Und letztlich endete dieser Diskurs dann 1993 in der Abschaffung, in der faktischen Abschaffung des Artikel 16 des Grundgesetzes, also politisch Verfolgte genießen Asyl. Lokal war die Situation in Mannheim in der Zeit so: Mannheim ist eine Industriestadt gewesen damals oder ist ja jetzt noch, hohe Arbeitslosigkeit, also für eine westdeutsche Stadt sehr industrieabhängig oder sehr industrielastig gewesen. Und sie haben in dieser Zeit, in diesen Jahren gerade versucht, den Umschwung in eine Dienstleistungsstadt zu vollziehen. Und das ist Anfang der 90er Jahre die Situation dort. Gleichzeitig ziehen amerikanische Streitkräfte ab, es wird eine Kaserne frei und es kommen dann eine Landessammelunterkunft für Flüchtlinge in einen Arbeiterinnenstadtteil in Mannheim-Nord. Das ist die Ausgangslage gewesen. Die hatten in Mannheim da schon einige Zeit drüber diskutiert gehabt, in Mannheim-Schönau, was eigentlich in diese Kaserne reinkommen sollte. Und da war Jugendtreffpunkt oder Schraubwerkstatt für Jugendliche, soziale Unterkünfte, also soziale Einrichtungen oder so. Solche Sachen waren da geplant. Und dann wurde eben entschieden, dass dort eine Flüchtlingsunterkunft reinkommt. Und das hat dann eben entsprechend in dem Viertel hat sich Unmut verbreitet über eine längere Zeit, über mehrere Wochen hinweg. Es sind Gerüchte entstanden, die Flüchtlinge wurden als Störenfriede wahrgenommen, und da ist dann so eine Stimmung hochgekocht. Und ich würde jetzt nach meiner Untersuchung auch sagen, es haben sich dort lokale Themen und Politikfelder mit der bundesweiten Asylhetze in einer sehr schlechten Art und Weise vermengt. Es war eben so die Situation, sehr polarisiert gegen die relativ neu eingezogenen Flüchtlinge auf der Schönau. Es gab Beschwerden über Lärm. Es sollten die Flüchtlinge sollten die Möglichkeit bekommen, in der Turnhalle Sport machen zu können vormittags. Da wurde dann in der lokalen Zeitung berichtet, dass es aber dann ein Drogenproblem mit den übrigen Jugendhausbesuchern geben würde. So wurden also Flüchtlinge mit Drogenproblematik in Verbindung gebracht. Und es häuften sich gegen Ende Mai 1992 die Pöbeleien und sie wurden zunehmend handgreiflicher. Und in dieser Situation wurde ein unzutreffendes Gerücht gestreut im Viertel, dass also ein Flüchtling aus der Kaserne ein 16-jähriges Mädchen von der Schönau vergewaltigt habe. Also ein unzutreffendes Gerücht. Und an diesem Abend rotteten sich dann die ersten Jugendlichen auch vor der Kaserne zusammen. Diese Gerücht streute sich dann am sogenannten Vatertag 1992 auf einem Waldfest, das nur wenige hundert Meter von der Kaserne stattfand. Es gab auf diesem Waldfest selber bereits Prügeleien oder Pöbeleien von Festbesuchern untereinander. Das Fest wurde dann beendet und in dieser Situation, wo sozusagen dieses Gerücht den Durchbruch im Viertel erfahren hat, wird dieses Fest beendet und Hunderte von Besucherinnen und Besuchern müssen zwangsläufig an dieser Kaserne vorbei und dann werden dort die Scheiben eingeworfen, die Flüchtlinge beschimpft und der Abend nimmt dann so seinen Lauf. Das war sozusagen das, was Wolf Wetzel dann als Fahrplan in ein Pogrom
beschrieb. Die Auseinandersetzungen gingen dann Abend für Abend weiter über einen Zeitraum von, da sind die Quellen sich nicht ganz sicher, eine Woche bis anderthalb ungefähr. Und es kommen dann aber auch sehr bald Antifaschistinnen und Antifaschisten dazu, um ihre Solidarität mit den Flüchtlingen zu zeigen. Ich würde sagen, es braucht diesen Anlass und deshalb schafft man ihn sich. Also diese Gerüchte, die gab es auch in Hoyerswerda. In Hoyerswerda gab es auch ein unzutreffendes Vergewaltigungsgerücht und es gab auch in Rostock-Lichtenhagen Gerüchte. Dort war es dann so eine Mär, dass die Flüchtlinge im Supermarkt zwischen die Regale gepisst hätten. Also völlig absonderliche Geschichten und das gehört zu einer Pogromstimmung dazu. Absonderliche Geschichten mit einem Bedrohungsszenario und einem Aufruf zur Handlung. Das sind eigentlich die, die auslösenden Gerüchte, die meiner Meinung nach zu einem Pogrom, also aus kulturwissenschaftlicher Sicht, gehört ein auslösendes Gerücht dazu, das auch einen Schritt markiert von Flüchtlinge stehen unter Beobachtung, sie werden ausgegrenzt, es wird gepöbelt, es wird sehr genau hingeschaut, ob da abweichendes Verhalten stattfindet. Einfach, es werden Geschichten gesammelt, wie sehr sie nicht ins Viertel passen. Und diese Phase, diese Anlaufphase, die endet schlagartig mit einem auslösenden Gerücht. Und wenn das nicht auf Tatsachen beruht, dann erfindet man es. Das ist eigentlich meiner Meinung nach kennzeichnend für Pogrome. Und das fand in Mannheim so auch statt. Dann nahmen die Auseinandersetzungen Abend für Abend ihren Lauf vor der Kaserne. Und wie war so die Zusammensetzung von den Leuten? Also was waren das für Leute, die da randaliert haben? Es war sehr gemischt. Also Eltern, teilweise auch Kinder und Jugendliche, in den ersten Tagen auch migrantisches Publikum vor der Kaserne gewesen. Und das ist das, was man sich bei diesen pogromartigen Übergriffen auch genau anschauen muss, nämlich wer sind die Akteure und wie gehen sie dort vor. Also die Beteiligung von migrantischen Menschen hat in den Tagen danach sehr schnell abgenommen, als einfach klar war, es ist hier nicht einfach was los auf der Straße, wo man hingeht zum Bier trinken, sondern es handelt sich hier um rassistische Übergriffe. Es hat aber scheinbar für die Menschen, die dort selber vor Ort waren, ein paar Tage gebraucht, bis sie wahrgenommen haben, was sie da eigentlich tun. Und das ist meiner Meinung nach ein Ausdruck davon, von einem sehr tief verankerten Alltagsrassismus. Also Menschen, die dort auf der Straße waren, haben, das denke ich, kann meine Untersuchung auch zeigen, haben nicht aktiv für zum Beispiel die Abschaffung des Asylrechts demonstriert. Sie haben selber geglaubt, dass sie in lokale politische Auseinandersetzungen eingreifen, die nur die Schönau betreffen. Und von daher würde ich sagen, man sah damals den Rassismus vor lauter Rassismen nicht. Ich glaube, das ist auch was man sich bei diesen Sachen auch angucken muss. Es waren in Mannheim-Schönau zum Beispiel keine organisierten Neonazis da. Günter Deckert ist mal aufgetaucht, ist von der Streife angesprochen worden, dass er sofort in Gewahrsam genommen wird, wenn er nicht wieder verschwindet. Er ist sofort wieder verschwunden. Das heißt, was in Mannheim-Schönau los war, ging ohne organisierte Neonazis. Es war die ganz normale Wohnbevölkerung der Nachbarschaft. Und ich denke, das ist auch was zentral ist bei Hoyerswerda und bei Rostock-Lichtenhagen, nämlich dass ganz normale Nachbarinnen und Nachbarn aktiv werden gegen schutzsuchende Menschen. Und deshalb ist diese Meute, die sich vor den Flüchtlingsheimen damals zusammengerottet hat, auch so schwierig zu bekämpfen gewesen. Es waren nicht einfach 100 Glatzen, die da ankamen, sondern es war eine sehr heterogene Mischung, die sich aber in einem einig war, nämlich Flüchtlinge anzugreifen. Also, und für Mannheim ist wichtig, ich würde Mannheim nicht als ein ausgeführtes Pogrom bezeichnen, denn zu einem Pogrom gehört, dass es ausgeführt wird. Und Mannheim war von daher anders als Hoyerswerda oder Lichtenhagen. Die Polizei war relativ schnell vor Ort und hat keinen Zweifel gelassen daran, dass sie dieses Heim beschützen wird. Sie hat dieses Heim aber beschützt, wie man eine Telefonzelle beschützt, oder also quasi als Objektschutz und nicht mit Rücksichtnahme auf die Menschen, die da drin wohnen. Denn die waren natürlich trotzdem den Pöbeleien ausgesetzt, die hatten Angst und es wurde... Die Menschen konnten sich vor dem Heim versammeln, aber das Heim wurde nicht zur Stürmung freigegeben, wie das ja in Rostock-Lichtenhagen dann so war. Von daher hat die Polizei in Mannheim keinen Zweifel gelassen, dieses Haus, diese Unterkunft zu beschützen.
deshalb würde ich sagen, das ist ein entscheidender Unterschied, es ist kein ausgeführtes Pogrom. Von Mannheim ging aber die Botschaft aus, dass man den Aktionsspielraum für Antifaschistinnen und Antifaschisten einengt. Also in Mannheim war der Diskurs sehr schnell überlagert von der Auseinandersetzung zwischen Stadtverwaltung, Polizei auf der einen Seite, auf der anderen Seite solidarische Menschen, die gegen Rassismus in Mannheim demonstrieren wollten. Und der Demoversuch Anfang Juni 1992 wurde auch in der Mannheimer Innenstadt ziemlich brutal zerschlagen. Das, würde ich sagen, ist sozusagen die bundesweite Wirkung von Mannheim-Schönau gewesen. Es können sich Anwohnerinnen und Anwohner eines Flüchtlingsheims in der Absicht, das Heim zu stürmen, tagelang vor einer Flüchtlingsunterkunft versammeln. Aber wenn Antifas das tun, geht das nicht. Und das ist sozusagen ja auch das, was in Rostock dann auch weitergetragen wurde. Dass eine Antifa-Mobilisierung von der Polizei dann ja auch jäh gestoppt wurde und dort nicht Neonazis festgenommen wurden, sondern Antifas. Ich glaube, das ist was, wo Mannheim-Schönau einen Weg, eine Station daraufhin war. Und ich würde sagen, man muss auch diesen Dreischritt sehen. Hoyerswerda ist eine Station gewesen, da geht das Ganze los, hat auch bundesweit eine Fanalwirkung. Danach gehen also die Anschlagszahlen und Übergriffe sprunghaft hoch. Mannheim-Schönau ist dann sowas, wo quasi klar ist, es ist ein bundesweites Phänomen, Problem, und zwar eins, wo Polizei sehr danach schaut, dass progressive Menschen, Antifa-Bewegung dort nicht mitmischen, und das im schlechtesten Sinne Finale war Rostock-Lichtenhagen, wo ja dann tatsächlich kurz darauf die Politik sich einig war, Artikel 16 Grundgesetz abzuschaffen. Lokal gesehen für die Flüchtlinge bedeutete Mannheim-Schönau natürlich immense Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Es waren teilweise traumatisierte Kriegsflüchtlinge, die dann auch in Psychiatrie eingeliefert werden mussten. Also gab es Fälle. Also von daher kann man nicht sagen, dass dieser Schutz für alle wirklich auch wirksam war. Es war ein immenser Druck da. Viele wollten weg aus der Schönau. Und was sich dann aber ändert, ist, dass kirchliche und antirassistische Gruppen diese Isolation der Flüchtlinge aufbrechen. Die dürfen dann auf einmal doch zur Schule gehen. Es gibt Initiativen mit dem Viertel, es gibt Fußballspiele. Es gibt also sowas, es kümmern sich danach Menschen um eine Einbettung des Flüchtlingsheims in die Nachbarschaft. Und das bricht sehr viel auf. Es gibt in der Folge versuchte Anschläge auf die Kaserne. Das sind dann aber nächtliche Übergriffe und kein massenhaftes Anstürmen mehr. Und da würde ich sagen, wurde in den Jahren danach viel erreicht. Das Flüchtlingsheim wurde dann in der Schönau auch akzeptiert.